In meinem letzten Video, das verlinke ich dir gerade mal hier oben, ging es darum, wie du am besten übst, um möglichst schnell Ergebnisse zu erzielen. Heute geht es mal darum, wie lange, ja, also der Zeitfaktor, wie lange solltest du jeden Tag eigentlich Klavier üben? Los geht's! Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann start jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Ja, Kontinuität ist so wichtig, wenn es darum geht, dein Klavierspiel zu verbessern und auf die nächste Stufe zu heben. Stell dir vor, du übst 15 Minuten täglich. Was du jetzt nicht tun solltest, ist es, die ganze Woche nicht zu üben. Angenommen, du hast donnerstags Unterricht und dann 1,5 Stunden an dem Mittwoch davor zu üben, das wird nicht funktionieren. Du wirst zwar den Eindruck haben, dass es super klappt, aber wenn du dann einen Tag später im Unterricht sitzt, wird plötzlich alles wie weggeblasen sein. Also vielleicht kennst du den Spruch, Mensch, zu Hause hat das so gut geklappt. Das sollte direkt die Warnung für dich sein, dass du wahrscheinlich nicht kontinuierlich geübt hast, sondern zu viel an einem Stück. Vergleichen wir das mal mit dem kontinuierlichen Üben an jedem Tag. So sollte es ja eigentlich sein und das hat natürlich auch einen Grund. Du musst während deiner täglichen Übephase schlafen, damit du am nächsten Tag darauf aufbauen kannst und ja, du besser wirst. Vielleicht hast du schon einmal die Erfahrung gemacht, dass du manchmal das Gefühl hast, dass nichts in deinem Kopf geht und ja, wenn du dann mal etwas abschaltest, etwas anderes tust oder sogar einen kleinen Mittagsschlaf, einen Nap machst, dass es dann deutlich besser funktioniert. Die Dinge, welche du versuchst umzusetzen und zu lernen, funktionieren dann einfach deutlich besser. Also, erinnere dich, dass du deine Übephasen über die Woche kontinuierlich verteilst. Am besten übst du täglich in kleinen Blöcken, schläfst darüber und wächst am nächsten Tag weiter in die Stücke und Übungen hinein. Und wenn du das mit einer gewissen Beständigkeit an jedem Tag der Woche tust, wirst du massiven Mehrwert und deutlichen Fortschritt über das Jahr gesehen erfahren. Es gibt so eine kleine Regel. Wenig üben gleich wenig Fortschritt, was halt oft dazu führt, dass man das Klavierspielen aufgibt. Ja? Ich meine, wir Menschen wollen Fortschritte sehen und Erfolgserlebnisse haben. Wenige Takte fehlerfrei zu spielen, werden dich oftmals nicht befriedigen. Während hingegen ein ganzes Stück, meinetwegen über eine halbe Seite, dich ermutigen wird und du Energie und Ansporn haben wirst, weiterzumachen. Deshalb, es ist eine einfache Rechnung. Übst du eine halbe Stunde täglich, wirst du schneller Ergebnisse sehen als bei 15 Minuten täglich. Übst du eine Stunde täglich, wirst du schneller Ergebnisse sehen als bei 30 Minuten täglich. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich immer wieder erlebe, wie das Verhältnis zwischen Zielen, Übezeit und neutraler Betrachtung nicht übereinstimmen. Was meine ich damit? Schülerinnen und Schüler sagen mir, ich würde gerne Stücke von Ludovico Einaudi spielen. Wunderbar, sage ich dann. Du hast soeben dein langfristiges Ziel gesetzt. In den darauffolgenden Wochen heißt es allerdings zu Beginn der Stunden, oh, ich bin diese Woche leider nicht zum Üben gekommen. Vielleicht kennst du das auch, ja? Also das kann mal passieren, das wird auch passieren. Aber wenn Klavierspielen dein Herzenswunsch und Hobby ist, ja, wirst du alles daran tun, regelmäßig dafür zu arbeiten. Wie bei jedem anderen Hobby, ob Sport oder sich mit Freunden treffen, ist dein persönlicher Einsatz gefragt, damit deine persönlichen Ziele befriedigt werden. Siehst du zu lange keine Fortschritte, bist du gefährdet, ja, wirklich frühzeitig aufzugeben, was sehr schade ist. Also denk dran, die Magie der Klavierstunden, also das, was du mitnimmst und daraus ziehst und lernst, das passiert zu Hause. Ja, es ist das, was du daraus machst. Was heißt das? Du bekommst Feedback von deinem Lehrer, dir wird Wissen weitergegeben und deine Aufgabe ist es nun, daran zu arbeiten und ja, Dinge umzusetzen, um in der darauffolgenden Stunde wieder neue Weisheiten, neue Techniken, neue Ideen zu erfahren. Ja, und dir sollte einfach bewusst sein, dass deine Klavierstunden nur dann effektiv sind, wenn du nach Hause gehst und deine Zeit und Arbeit investierst. Ein nächster Punkt ist die Qualität deiner Übephasen. Was heißt das? Ich möchte es dir an einem Zitat von dem Geiger Leopold von Auer klar machen. Er sagt, übe mit den Fingern, ja, und du brauchst einen ganzen Tag. Aber übst du mit deinem Verstand, deinem Sinn, dann kannst du in 1,5 Stunden genauso viel erreichen. Wenn du an deinem Klavier sitzt, dann mach dir klar, dass diese Zeit wirklich
ja, aufmerksame Übezeit sein sollte. Du möchtest nicht unaufmerksam sein, wenn du übst. Spiel nicht, ja, meinetwegen die ganze halbe Stunde das Stück von vorne bis hinten so ungefähr durch oder spiele nicht ständig Stücke, welche du schon kannst, ohne wirklich darüber nachzudenken und zu realisieren, was es dir gerade bringt. Ich sehe oft Schülerinnen und Schüler, die versuchen, ihre Hausaufgaben einfach runterzuspielen, ohne dem Ganzen wirklich einen Fokus zu geben. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, wie du am besten übst und schnell Ergebnisse erzielst. Ja, ich blende es dir gerade einmal hier oben ein. Du solltest dich also bewusst fragen, was kann ich an dieser oder dieser Stelle machen? Kann ich rhythmisch genauer spielen oder stimmen die Töne, die ich spiele, wirklich? Das sind Denkprozesse, die du selbst anstoßen kannst und wirklich aufmerksames Üben darstellt. Ja? Also denke wirklich gründlich über deine Stücke und Übungen nach und stelle kritische Fragen, die dich weiterbringen. Was kann ich hier besser machen? Vielleicht bin ich in diesen Takten noch nicht so sicher und könnte noch einmal in die Tiefe gehen und sie 10-mal im Kreis spielen, bevor ich weitermache. Also frag dich einfach jedes Mal, was kann ich in meiner aktuellen Übephase verbessern? Versuche also nicht durch die Stücke zu fliegen und dich selbst zu betrügen und dir vorzugaukeln, das sei üben. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass deine Übephasen natürlich sehr von deiner Lebenssituation abhängen. Gehe in dich und frag dich selbst, was du verbessern kannst und vielleicht hier und da Abstriche zu machen, um mehr Zeit für dein liebstes Hobby zu haben. Wie lange solltest du nun täglich üben? Ich empfehle, für die Zeit deiner Unterrichtsstunde zu üben. Also hast du einmal wöchentlich 30 Minuten Unterricht, dann solltest du versuchen, täglich ebenfalls 30 Minuten zu üben und so weiter bei 45 Minuten, dann 45 Minuten. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Gib alles und üb weiter. Ja? Also schreib mir gerne deine Erfahrung mal in die Kommentare, die du gemacht hast. Und ja, mich würde auch interessieren, wie lange du täglich übst und wie du damit fährst, ob es beispielsweise mehr oder weniger sein könnte. Vielleicht wünschst du dir auch mehr Zeit zu haben. Lass es mich wissen. Und solltest du jetzt Lust bekommen haben auf ein wunderbares Hobby, dann melde dich gerne und klicke auf den Link unter dem Video. Trag dich ins Formular ein. Ich rufe dich dann zurück für ein kostenloses Erstgespräch. Und ich würde dir dann auch gerne 2 kostenfreie Unterrichtseinheiten anbieten, um mal reinzuschnuppern über dein Laptop, Smartphone oder Tablet. Da verbinden wir uns technisch ganz leicht. Oder du sagst, ich probiere es erstmal auf eigene Faust. Auch das ist möglich. Probier es mal. Unter dem Video findest du den Link zu meinem Videokurs Klavierspielen auf Knopfdruck. Den kannst du dann immer ganz leicht upgraden, falls du sagst, okay, vielleicht hätte ich doch mal Bock auf Live-Unterricht und hätte gerne einen echten Lehrer vor mir, der mir das 1:1 erklärt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.